Die Arche Noah war schon längst gebaut und viele Tiere waren schon verstaut. Da ging Noah auf das Schiff und schaute nochmal nach, dann kam er wieder raus und sprach: Es fehlen noch zwei Pinguine und ich seh noch keine Biene. Wo sind denn bloß die Giraffen und die beiden frechen Affen? Wer sagt mir, wo Kuh und Rind und die beiden Schlangen sind? Ich seh hier noch keine Elche, von den Gnus fehlen auch noch welche. Noah sprach, was mach ich bloß, so kann ich doch noch nicht los. Viel zu viele Tiere fehlen, Zeit um nochmal nachzuzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wo sind denn die Dromedare, Zwergkaninchen, Mangelware? Nirgends hängen Fledermäuse, wer trägt grad die beiden Läuse? Sieht hier irgendwer den Pfau, es fehlt auch noch seine Frau. Sind die beiden Echsen hier, wo ist jetzt das Murmeltier? Noah sprach, was mach ich bloß, so kann ich doch noch nicht los. Viel zu viele Tiere fehlen, Zeit um nochmal nachzuzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Doch nach vielen Stunden, ja, waren endlich alle da. Noah sprach, es ist soweit, Mann, das wurde ja auch Zeit. Doch die beiden kleinen Schnecken waren nirgends zu entdecken. Noah sagte sich, ich glaube, ich schick denen meine Taube. Flieg schon los und schau geschwind, wo die beiden Schnecken sind. Wirst du ihnen dann begegnen, bring sie mit, es soll bald regnen. Und dann waren wirklich alle da, Noah sagte wunderbar, alle Tiere sind an Bord, großes Noah-Ehrenwort. Alle da, das ist famos, auf geht's Freunde, Leinen los, schön, dass ihr zugegen seid, auf geht's in die Regenzeit.